So, da sind wir schon wieder im Hauptmenü und ja, wir haben den Death Egg Roboter besiegt und ja, was jetzt nur noch fehlt, ist die Shadow-Episode und dann ist das Spiel geschafft. Okay, auf geht's. Natürlich neues Spiel, aber haltet euch fest, da kommen auch natürlich Sequenzen vor, also ja, wollte ich mich ganz kurz melden und mach wieder einen Schnitt. Bis gleich nach der Sequenz. Shadow, wir haben einen Bereich von Geheimdiensten, Ziel haben, bla bla bla. Ich überspringe mal. Es ist eine große Zahl Truppen anwesend. Verdächtig viele für einen strategisch unwichtigen Ort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dr. Eggman so etwas grundlos arrangiert. Sehe ich auch so. Und dann gab es noch die Gerüchte, dass der miese alte Dr. Eggman an einer Art Waffe arbeitet. Also... Ja, das wird keine gewöhnliche Aufklärungsmission. Nur los, Shadow. Omega ist schon unterwegs. Ihr könnt euch vor Ort treffen. Ich komme alleine bestens klar. Ich mache das auf meine Art. Omega hat das Gleiche gesagt. Ihr zwei passt zusammen wie Chili und Hot Dogs. Genug geredet. Ich gehe los. Diese Episode hat allerdings nur drei Level. Das ist das erste davon. Feindliches Gebiet. Was nicht allzu lange dauern dürfte. Das ist feindliches Territorium. Immer weiter, Shadow. Verstanden. Na, wir schaffen das mal eben schnell. 1, 2, 3, Omega hier. Auslöschung verläuft ohne Probleme. Nichts zu berichten. Auslöschung? Das sollte eine Aufklärungsmission sein. Du wirst alle auf dich aufmerksam machen. Omega hätte nicht auf eine solche Mission geschickt werden sollen. Ich frage mich gerade, was mit Omega passiert ist. Bestimmt hat Infinite damit was zu tun. 100 Pro. Aber der Aufbau ist anders. Hier P123 Omega. Alle Sensoren offline. Schatzschaden an Schalterlauf. Verlustmeldung. Ach komm, ey, ernsthaft? Typisch. Shadow ist für mich der, sagen wir mal, coolste Charakter. Also Sonic ist für mich der zweitcoolste. Hier P123 Omega. Alle Sensoren offline. Schalterschaden an Schalterlampen. Verlustmeldung. Wo ist gefallen? Shadow ist auszulöschen. Omega, was ist passiert? Was ist da drüben los? Unidentifizierter Systemeingriff. Notfallrückzug. Ich bin P123 Omega. Wir werden dich. What the hell? Okay. Was ist mit Omega bitte passiert? Alter, ist doch nicht zu fassen. Da kommt der nicht heran. Ich krieg einen Raster. Aber hier besser mal. Das war schon. War aber kurz für eine Episode. Haben wir noch zwei Level? Der mächtigste Roboter der Welt ist keine größere Herausforderung als eine dieser Krabben.
Wie erwartet ist diese Kraft ohnegleichen. Es ist die ultimative Kraft. Ah, wundervoll. Ein nicht sehr großer, düsterer Gast ist angekommen. Ich habe dich bereits erwartet, Shadow. Sag mir, was du mit Omega gemacht hast. Schwächlinge wie er sind nicht der Rede wert. Also wirklich, Shadow. Wir haben uns so lange nicht gesehen und du redest nur Unsinn. Ich kenne dich nicht. Und das Einzige, das hier nicht der Rede wert ist, ist deine große Klappe. Aber natürlich würdest du das denken. Oh ja. Ich bin Infinite. Du sagst, du kennst mich nicht. Doch ich erinnere mich sehr gut an dich. Für dich war es nichts weiter als irgendeine von Dr. Eggmans Basen, die du bedenkenlos zertrümmert hast. Die ich nicht nur zertrümmert habe, sondern auch zerstört habe. Beides davon. Level 2, Dr. Eggmans Labor. Da müsst ihr mich erstmal kriegen. Ich habe die besten verfügbaren Söldner angeheuert und die anderen haben den Druck trotzdem komplett gewonnen. Nein, das ist doch nicht wahr, ey, Mann. So ein verfluchter Hurendreck. Eindringling, Shadow hat die Einrichtung getreten. Abwehrtruppschakal wurde komplett ausgeschaltet. Alle verfügbaren Truppen, fangt diesen verfluchten Igel ab, koste es, was es wolle. Ey, das gibt's doch nicht. Wieso komme ich denn mal aus der Bahn? Eindringling, Shadow hat die Einrichtung betreten. Abwehrtruppschakal wurde komplett ausgeschaltet. Alle verfügbaren Truppen, fangt diesen verfluchten Igel ab. Koste es, was es wolle. Ach Mist. Scheint, als hätte der Abwehrtrupp einen Abwehrtrupp gebraucht. Was, Doktor? Gar nicht so einfach, diese Balance zu halten. Deine Roboter sind so nutzlos, Eggman, dass du genauso nutzlos bist. Shadow lebt immer noch. Wenigstens wurde die Analyse des Steins gestern abgeschlossen, aber nein, ich kann diese Einrichtung nicht opfern. Ist denn niemand mehr da? Komm, es ist auch niemand mehr da, weil ich all deine Diener vernichtet habe. Dieser Ort scheint wichtig zu sein. Kein Wunder, dass die Fußsoldaten sich so heftig gewehrt haben. Geschafft! Da ist nur noch ein einziges Level und dann ist das beendet. Für heute. Nur dank dir bin ich zu dem geworden, der ich bin. Und du erinnerst dich nicht einmal, aber so ist es wohl. Das bedeutet nur, dass das alte Ich zu schwach war, um dir in Erinnerung zu bleiben. Und jetzt bist du nicht mehr als ein Insekt, das ich einfach so zerquetschen werde. Dank meiner unendlichen Macht bin ich jetzt nicht mehr aufzuhalten. Nimm das! Okay, jetzt machen wir den allerletzten Level.
virtuelle Realität. Bin gespannt. Der dritte und letzte Level bei Green Hill. Was ist mit Infinite passiert? Was? Was machst du da, Shadow? Alles klar? Jemand da? Wir holen Omega. Er wurde vor 3 Monaten zerstört. Erinnerst du dich? Reiß dich zusammen! Ich reiße mich schon am Riemen. Rouge. Hätte ich mir schon gedacht. Zerstört. Aber ich sehe keine Spur. Ist doch nicht zu fassen. Das Let's Play ist eh gleich beendet. Hier wurde Omega zerstört. Aber ich sehe keine Spur. Nie gleich beendet. Ich verkacke hier doch uns. Nicht einsame Spitze von mir. Hier wurde Omega zerstört. Aber ich sehe keine Spur von ihm. Sieht ganz so aus. Vermutlich, weil es überhaupt nicht passiert ist. Alter, das ist doch nicht zu fassen. What the fuck, ey? Was soll denn das? Immer diese Sprünge, immer dieses Timing. Indem ich dann in der Luft dann irgendwo dann diesen Spin-Dash probiere und dann den irgendwo so geschmeidig verkacke, das ist so nervig. Ja, oder so ein Kack. Wie soll ich das vorhersehen? Mit meinem Haki vielleicht? Mit meinem Observationshaki? Nee, da könnte ich ja nicht so weit in der Zukunft vorausschauen. Denken. Hier wurde Omega zerstört. Aber ich sehe keine Spur von ihm. Sieht ganz so aus. Vermutlich, weil es überhaupt nicht passiert ist. Was? Versteh mich. Ich wurde noch nie besiegt. Omega? Ich wurde nicht besiegt. Ich bin nicht schwach. Ich bin nicht schwach. Oh, check mal. Was ist das? Mein Kopf. Aber finde ich cool, dass sie das wieder zurückbringen, diese Erinnerungen, Flashbacks an Shadows Gedächtnis. Gab's ja im Spiel Shadow the Hedgehog. Und ja, das ist ein Spiel, was ich auch noch irgendwann mal Let's Play möchte. Habe ich vor. So, warten wir mal. Sehr schön. Oh, das wird jetzt cool. Geschafft. Na, somit ist das letzte Level beendet. Ist die Realität, Shadow. Deine Realität. Ich hatte nicht erwartet, dass du es überlebst. Aber es war eine wirklich beeindruckende Darstellung, nicht? Diese Macht. Und noch ohne jeden Feinschliff. Sie ist ohnegleichen. Wie erwartet. Nicht einmal Sonic wird mir jetzt widerstehen können. Sonic, was hast du vor? Was ist das? Halt! Wo willst du hin, Infinite? Shadow? Endlich ist die Verbindung wieder da. Was treibst du denn? Rouge? Ach, vergiss es.
sieh zu, dass du da rauskommst. Um dich herum geht alles in die Luft. Die Einrichtung stürzt gleich ein. Trete Rückzug an. Was hat das alles zu bedeuten? Rusch, ist das die Wahrheit? Warum sollte ich lügen? Dr. Eggman hat Sonic im Visier und hat einen massiven Angriff gestartet. Ich meine, klar, netter Versuch, aber nicht der Beachtung wert. Wir sind im Vorteil. Sonic ist auch da. Also glaube ich nicht, dass du dorthin gehen musst. Nicht einmal Sonic wird mir jetzt standhalten können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dr. Eggman so etwas tut ohne... Shadow, das ist nicht gut. Schnell, sieh dir das an. Was ist los, Rouge? Was ist passiert? So, da bin ich wieder und ja, wir haben somit zumindest jetzt auch komplett das Spiel geschafft. Wir haben die Hauptstory geschafft, die 30 Level hatte. Die waren teilweise sehr tricky, sehr einfach, teilweise auch sehr schwer, gut gemacht und alles. Hat auf jeden Fall eine Menge Bock gemacht. Aber halt so, die Hauptstory, ich fand die teilweise gut umgesetzt, teilweise sind die Synchronsprecher, naja, von der Vertonung her schlecht gewesen und ja, das finde ich hat so den Reiz dieser Würze irgendwo so ein bisschen kaputt gemacht, finde ich teilweise. Dann haben wir jetzt hier die Shadow-Episode gemacht, die 3 Levels beinhaltet hatte und da habe ich irgendwie mehr erwartet, dass man zu Shadow nochmal so die Tiefe zeigt. Aber man hat, finde ich, aus den älteren Teilen halt von Shadow die Vergangenheit wieder aufgegriffen. Also halt gewisse Dinge nochmal, sagen wir mal, erwähnt in dem Spiel und ja, fand ich sehr interessant. Weil eigentlich war in Shadow the Hedgehog ja die Vergangenheit mit Maria. Das weiß ich. Und ja. Ansonsten mein Resümee zum Spiel. Grafik bombastisch. Musik geil, auf alle Fälle. Die Bosskämpfe fand ich nicht so spannend. Die waren eher so teilweise so low, manchmal so lasch irgendwie. Und ja, sammelbares Zeug gibt's ja echt genügend. Da kann man Zeitaufgaben machen, Leute retten oder irgendwelche Notfälle schaffen. Und halt auch, sagen wir mal, für den Avatar ein paar Items gewinnen, indem man jedes Level mit Rang S abschließt. Da kann man auch nochmal Items gewinnen und so eine Sachen. Sind ein paar coole Features auch dabei, die ich mal finde. Sonst an dem Spiel, was mir da auch noch so stört, sind die Checkpoints. Ich finde, die sind teilweise komisch platziert an manchen Stellen, wo es eigentlich gar nicht hätte sein sollen oder können. Und das finde ich... hat mich da auch ein bisschen genervt, dann halt auch, während man das Spiel aufnimmt über die PlayStation 4, dass ständig bei der Aufnahme die Aufnahme dann pausierte. Da musste ich halt immer ständig einen Cut setzen, für die Leute, die das jetzt mal wissen sollen, und tut mir leider leid, dass ich euch die Cutscenes nicht zeigen konnte. Aber, wir verlassen jetzt mal das Spiel. Und, ja, warum das jetzt so grau ist, weil wir die Hauptstory abgeschlossen haben mit 30 Levels. Und ja, für das Abschließen der Story kriegen wir diese Videosequenzen hier freigeschaltet, die ich euch leider nicht zeigen kann, weil ansonsten die PS4 dann wieder sagt, nee, das müssen wir jetzt blockieren oder pausieren, die Aufnahme. Und das ist irgendwo scheiße. Finde ich, haben sie beschissen gemacht. Und sonst würde ich mir wünschen, nicht so ein Sonic Mania Plus, was ich da vor kurzem gesehen habe, sondern wirklich so ein nagelneues Sonic mit mehr Tiefe von Shadows Vergangenheit und so, was da passiert ist. Das hätte ich gern mehr gewusst. Und ja, sonst würde ich mir ehrlich gesagt an deren Stelle von Sonic Team mir ein neues Sonic wünschen, was wirklich echt eine Menge Bock macht. Sonic Mania war geil, gebe ich zu, war richtig cool. Und hatte auch so seine gewissen Ecken und Kanten, auch wegen dem Retro-Zeug. War halt ja ziemlich cool, meiner Meinung nach. Und auf jeden Fall hat mir Sonic Forces schon Spaß gemacht, auch wenn ich ein paar Mal gestorben bin und so. Trotzdem hat's Bock gemacht.
Es ist nicht das beste Spiel, auf alle Fälle nicht. Es ist eher so, ich finde, der schlechteste Sonic-Teil. Meiner Meinung nach ist es auch. Warum einfach? Wegen den, sagen wir mal, wegen den Speicherpunkten, wegen den Cutscenes, die ich euch nicht zeigen konnte, und auch wegen der Idee dahinter, dass ich manche Ideen zu übereilt finde, manche auch zu hingeklatscht finde. Ja, und das sind so Sachen, die müssen wirklich nicht sein, finde ich, in einem Sonic-Spiel. Nee. Und das hat nichts mit Skill zu tun, das hat was mit dem Können zu tun. Und das hat auch nicht mit Profihaftmäßigen zu tun, sondern einfach mit dem Können. Ja. Auf jeden Fall war es das jetzt zu Sonic Forces. Und was ich danach spiele, mal gucken, weiß ich noch nicht. Denke erstmal nichts, sondern ich werde mich jetzt erstmal ransetzen und noch Pac-Man World meinen Angriff nehmen und Air Function 3D. Ja. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einfach ein Like da, ein Abo wäre schön und unterstützt diesen YouTube-Kanal, meinen Longplay-Kanal und lasst mal ein Follower bei Google Plus, da würde mich freuen. Für die Unterstützung. Ansonsten, danke fürs Zusehen und bis zu irgendeinem nächsten Möchtegern-Video von mir. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.